Anna bene alle abi elia Mini rikini ya mena me alek Lisera mena me alle sein Di 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 Yes di di wap di di wap di 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 Yes di di da 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 Vielleicht solltet ihr versuchen, es auf einer anderen Sprache zu machen. Nicht auf Arabisch, sondern auf Deutsch. Wie? Das ist voll gute Idee, ja? Didi in Arabisch in Deutsch übersetzt. Na ja. Komm her, Jalla. Ja, komm her, was ist los mit dir? Überleg mal in deine klitzekleine Gehirn. Ja. In deine kleine Gehirn. Stell dir mal vor, Michael Jackson. Ja. Stell dir auf Deutsch. Ja. Das kann man nicht übersetzen, ja? Anna, bist du okay? Anna. Aber was ist, wenn diese Anna nicht okay ist? Anna, bist du okay? Bist du krank oder so? Ja. Ach, siehst. Ja. Genau so sind sie die Ausländer. Genau so. Was ist los mit dir? Ist Haram, ja? Ist. Haramstufe rot, wa? Ein bisschen. Ja, aber was weißt du, wenn man zum Beispiel einen Namen nimmt wie dieser Rapper, dieser Massiv, und man übersetzt einfach in Arabische? Massiv ist Araber, wallah billah. Er ist Araber, ist doppelt Arabisch dann. Stimmt, aber was ist mit einem Haftbefehl? Wegen dieser Rapper auch. Er kann man auch übersetzen. Mohammed, Yusuf, Murat. Wer so heißt, er ist schon Haftbefehl. Immer, wallah billah. Lass uns die Nummer 90, bitte. Teufel! Ja! Der algerische Rai ist eine Musikkunst voller Klang und Musikalität. Eine progressive Universalpoesie, wie sie der Friedrich Schlegel bezeichnen würde. Schlegel? Du Schlingel. Ja. Weißt du, woran ich jetzt denken muss? Ha! Sag nicht Dostojewski. Genau. Du Schelm. Aber Dostojewski kann man nicht einfach so übersetzen wie eine Raupe kriecht von links nach rechts, sondern man muss den Text erst sich aneignen. Richtig. Verinnerlichen. Ja. Die Tür öffnen. Genau. Zum Herz. Und dann spürt man die Melodie.